Na gut, Sir, Sir, Ma'am, ich muss Sie bitten, mir ruhig zu schildern, was passiert ist. Einer nach dem anderen, bitte. Ich Sir, Hura, stand Ihre Finger in meine Brieftasche, das ist Diebstahl! Ich krieg einen Vogel! Ich sagte, ihr sollt im Auto warten. Häusliche Gewalt ist eine sehr delikate Angelegenheit. Das ist keine häusliche Gewalt, das ist sauwitzig. Und ich habe es satt, andauernd deine Zehen zu massieren. Das nennst du eine Massage mit deinen Babykarotten? Ich hab den Druck nicht mehr ausgehalten. Ich musste es loswerden. Ich hab nicht mal versucht rauszufinden, ob er einen Besitzer hat. Ich war vollkommen... Warte, Besitzer? Wovon redest du bitte? Das sagte ich doch gerade. Ich hab mit meinem Auto einen Hund überfahren. Chris, wo bist du gewesen? Ich weiß nicht. 53,98. Oh nein, ich war nicht mehr bei der Bank. Ich habe zu wenig dabei. Ich bring den Schinken zurück. Weißt du, das habe ich nie verstanden. Wäre doch gut, die Vergangenheit zu verändern. Mann, man könnte sein eigenes Leben verbessern. Und nicht nur sein eigenes, das Leben aller. Man könnte 9/11 verhindern. Brian, es gibt eine Regel fürs Zeitreisen. Und die lautet, verändere nie die Vergangenheit. Sonst könnte das katastrophale Folgen haben. Wo hast du das her? Zurück in die Vergangenheit. Da wurde ständig die Vergangenheit verändert. Schnell, Brian, versteck dich! Bist du eingeschlafen? Hä? Nein, nein, ich hab zugehört. Was für ein Vollidiot verändert die Zeit und schläft dann ein? Es tut mir echt leid, Stewie. Kriegst du das wieder hin? Es wird eine Weile dauern, die Maschine neu zu bauen und vor allem sie wieder auf normale Zeit einzustellen. Aber ich hatte schon schwierigere Aufgaben. Ich musste Amerika erklären, warum sich Heidi Klum von Ziel getrennt hat. Gesicht. Alter Mann, glaubst du, du wirst nie alt werden, du kleine Ratte? Und von dir habe ich auch die Schnauze voll. Komm nach Hause und benimm dich wie eine Frau deines Alters. Nein, ich will mich nicht so benehmen. Und du willst das auch nicht. Sonst hättest du mich nicht als dein Zugpferd bezeichnet. Das wollte ich so nicht sagen. Ich war ein Arsch. Ist es nicht das, was du willst? Willst du nicht, dass ich jung und aufregend bleibe? Ich dachte, ich will das. Jeder Typ, der länger verheiratet ist, will eine scharfe junge Braut. Ich war die erste Frau, die das Land auf einem Mountainbike ohne Sattel durchquert hat. Toll, das ist cool, Sonja. Und wo waren Sie auf dem College? Ich glaube in Syracuse, aber ich weiß es nicht. Mein Gesicht war 4 Jahre lang in ein Kissen gedrückt. Tja, das war bestimmt ein fruchtbares Studium. Oh, Glenn, danke, dass wir den Abend miteinander verbringen. Wenn ich sowas erzähle, gucken die Leute mich normalerweise an, als wäre ich eklig und pervers. Mich auch, aber man sollte nie Angst davor haben, anders zu sein. Aber ich bin nackt, ich bin nur mit Fell bedeckt. Rasier es ab, das wird ihm eine Lehre sein. Ja, vielleicht hast du recht, irgendwas muss ich unternehmen. Das ist etwas, bei dem er nie aufgeben wird. So wie damals, als er diese Talkshow moderiert hat. Jeff Daniels, welches ist Ihr Lieblingsglücksbärchi? Ich kenne die Glücksbärchis überhaupt nicht. Wenn Sie sich für einen entscheiden müssten, wer wäre Ihr Liebling? Wie ich sagte, ich kenne mich mit denen nicht. Sagen Sie die Farbe, ich kenne alle Glücksbärchis. Ich weiß nicht, Peter. Wir stehen schon den ganzen Tag hier und haben noch keine einzige Frau in unseren Massagesalon gelockt. Wartet mal, da kommt eine. Verzeihen Sie, gestresste Lady, kann ich Sie für eine entspannte Ganzkörpermassage interessieren? Genau das brauche ich. Befummelt werden von einem Fettsack, einem Schwarzen, einem Krüppel und einem Sittenstrolch. Jetzt haben wir kein Geld verdient und unsere Gefühle sind verletzt. Wilson. Danke, Peter. Warum setzt du dich nicht dorthin, neben Omar? Omar ist unser bester Schüler und wir hoffen, dass er uns nächste Woche beim Buchstabierwettbewerb zum Sieg führen wird. Was willst du in unserer Klasse? Du bist alt. Bist du dämlich oder was? Oh, gleich mal den neuen Mobben, hä? Wenigstens haben meine Eltern mich nicht Schwulmar getauft. Wow, ich wusste nicht, dass man Witze über jemanden machen kann, der homosexuell ist. Hey, Stewie, es hört sich alles wie rauschendes Wasser an und ich kann nicht mehr sehr gut aufrecht stehen. Ich schätze, Sie haben weniger als 1 Minute, bis Sie sich ganz auflösen. Hey, Brian! Klapp, klapp! Wer ist da? Ui, ich hoffe, das passiert nicht auch mit mir. Um diesen Tag zu feiern, mache ich nachher bei mir ein Fass Bier für euch auf. Ihr könnt euren Eltern sagen, dass meine Eltern dabei sind. Aber sie werden es nicht sein. Und jetzt ein paar Worte von Lois Griffin persönlich. Danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind und dass Sie mich bei meinen Kämpfen immer angefeuert haben. Hey, Griffin! Hey, du bist gekommen und hast eine Freundin dabei. Wie schön. Ich bin seine Frau, Lois. Wir haben uns schon kennengelernt. Oh, tut mir leid, ich treffe so viele Leute, aber das können Sie nicht nachvollziehen. Sie ist eine Hausfrau, sie hat keine Ahnung. Ihr meint, haben Sie auch Schnaps da? Liegt's an mir oder ist sie einfach komisch? Bitte, es liegt definitiv nicht an dir. Hey, ist das Hemd zu eng? Ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Nein, gar nicht. Also sieht das gut aus? Ja, voll gut. Danke.
Also, seid ehrlich, ihr findet sie grässlich. Nein, Brian, machst du Witze? Sie sind fantastisch. Du siehst aus wie ein Filmstar. Wirklich? Ja, du bist wie ein gut aussehender Jim Carrey. Ich kann nicht glauben, dass sie euch gefallen. Ja, Brian, damit wirst du jede Menge Stuten abschleppen. Ja, 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 ja. Vielen Dank, dass Kevin dieses Jahr seine Freundin mitbringen durfte. Ich hoffe, es ist nicht befremdlich, dass sie kleinwüchsig ist und dass sie dauernd streiten. Warum müssen wir jeden Freitag mit deiner Familie verbringen? Schnauze! Ich bin ausgewachsen. Ich treffe die Entscheidungen. Keine Sorge, die haben danach immer wilden Vorgartenversöhnungssex. Die ganze Streiterei macht mich sowas von verdammt scharf. Er ist tot. Was haben wir getan? Einen unschuldigen Mann umgebracht. Also, wenn das nicht nach einer heißen Apfeltasche schreit, weiß ich auch nicht. Ich hatte teilweise recht. Ich hoffe nur wirklich, dass du keinen Loserjob hast wie in der Brauerei oder einer Spielzeugfabrik oder auf einem Fischerboot. Oh Mann. Aber darüber muss ich mir ja keine Sorgen machen. Ich bin sicher, du bist ein ganz berühmter Arzt. Und jetzt hörst du Conway Twitty. I know it's only make believe. Das nervt doch, das will ich mir nicht reinziehen. Los, raus mit der guten Nachricht, habe ich bestanden? Tja, ich fürchte, es sieht nicht gut aus für Sie, Senior Griffin. Sie sind überall durchgefallen. Auch bei dem benehmen Sie sich wie ein Amerikaner am Flughafentest. Nein, es war nicht übel. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem nächsten Flug. Ich habe einen Platz in der Mitte und ich werde mal versuchen, den zu tauschen. Oh, eine Pizzeria! Ich werde mir eine fette, käsetriefende Pizza kaufen, damit ich auf was rumkauen kann, während ich meine USA Today lese. Du spinnst ja, ich werde es auf keinen Fall mit dir kaufen. Schön, dann teile ich den Gewinn mit einem anderen Investor. Es gibt reichlich Interessenten. Ach ja, und wen? Mort Goldman zum Beispiel. Der hält's für ein Schnäppchen, aber was heißt der schon? Der ist nur jüdischer Kaufmann. Gut, ich mach's. Perfekt. Bis Weihnachten werden wir beide reicher sein als Bob Saget.